Hier so als erste Frage. Es gibt ja verschiedene Seasons. Fruchtbringen ist eine Season davon. Wie bereitet ihr euch in den anderen Seasons auf das Fruchtbringen vor? Einfach ganz praktisch. Ich habe ein bisschen, also grundsätzlich glaube ich, ist dieser Weg, diese ganze Geschichte oder auch die ganze Serie, die letzten Wochen, alle diese Punkte, die wir gesagt haben und behandelt haben, die dienen ja wirklich schlussendlich wirklich dazu, dass wir in diese Bestimmung kommen, dass wir Frucht bringen. Und ich denke, manchmal ist es auch wichtig zu schauen, wenn man zurückschaut und man sieht, man hat gewisse Stationen schon erlebt, dass man hat sich schon verwurzelt in Gott, man hat schon Widerstand erlebt und trotzdem durchgehalten, man hat schon die ersten Riesen überwunden, dann kann es aber eben auch manchmal sein, dass man eigentlich eben Frucht schon trägt und vielleicht sieht man sie manchmal eben auch nicht. Also ich habe das Gefühl, wenn ein Baum irgendwann da ist, dann kommt wirklich Frucht und Frucht, die halt auch die bleibt. Also ich glaube, es gibt schon Seasons, auch David hat dann immer wieder, wieder Kämpfe gehabt, aber grundsätzlich gibt Gott dir irgendwann wie etwas in die Hand, wo du merkst, ich habe grundsätzlich etwas zu geben. Und auch in den schwierigen Seasons höre ich nicht auf, Frucht zu bringen, irgendwann auf einem gewissen Level. Ja, was heißt das für dich? Ja, ich glaube, ganz praktisch haben wir vieles von dem wirklich schon gehört in dieser Serie. Zum Beispiel letzte Woche tiefe Freundschaften, nahe Beziehungen. Ich glaube, das sind so auch in den Vorbereitungen Seasons ist es extrem wichtig, dass wir gute Freunde haben, nahe Freunde haben, die mit uns den Weg von Jesus wirklich gehen und mit uns helfen, so verwurzelt bleiben, in dieser Intimität mit unserem Vater wirklich zu leben. Wie erlebst du das? Also jetzt wirklich mit Menschen unterwegs zu sein, Menschen, die dich dabei unterstützen auf diesem Weg? Ja, also ich merke, ich habe so einige Freundschaften und Beziehungen, die haben ganz offiziell die Erlaubnis, irgendwie mir ins Leben zu sprechen. Die haben die Erlaubnis, mich zu fragen, hey, wie sieht es bei dir wirklich mit Jesus aus? Die fragen auch immer wieder nach, hey, ich sehe, du verhältst dich so und so, oder was ist der Hintergrund, was sind deine Gedanken, wie sieht es in deinem Herz aus? Und das sind wirklich Leute, Freundinnen, die haben ganz bewusst die Erlaubnis, mich sehr direkt zu fragen. Und das hilft mir auch immer wieder, so mich selbst zu reflektieren und mir wirklich zu überlegen, ja, wie sieht es eigentlich aus mit meinem Jesus? So cool. Also wenn du auch solche Freunde möchtest, dich sehnst danach, dann geh auf icf.ch/connect und werde Teil einer Group, wo du genau diese Freundschaften erlebst, wo du auch die Erlaubnis gibst, so wie es Janice gesagt hat, dass Menschen in dein Leben sprechen dürfen. Du gibst ihnen die Erlaubnis. Hey, wir haben hier eine Frage. Wie wichtig ist jetzt im Judentum, wie wichtig sind die jüdischen Feste für uns? David war ja auch Jude. Für uns als ISF? Ja, für uns als Christen. Uns als ISF. Also es ist nicht, also wir gehen an so jüdische Feste immer sehr damit ran, dass wir sehen möchten, was für eine Kraft hat Gott in diese Feste auch hineingelegt. Also man darf nicht vergessen, dass das Feiern dieser Feste, das war ein Gebot Gottes. Und diese Feste, das ist nicht einfach etwas, das ist einfach die jüdische Tradition. Das ist das Bestandteil des Wortes Gottes. Und da ist genau eben so viel Kraft drin in diesen jüdischen Festen. Und deshalb gehen wir immer wieder auch, wir thematisieren sie, oder zum Beispiel auch an Ostern feiern wir das Pessach. Und diese Feste sind daher deshalb wichtig, weil sie Gottes Kraft zeigen. Ich merke so, ich persönlich, ich liebe es, wirklich auf ganz neue, unterschiedliche Arten Gott zu suchen und zu begegnen. Und ich persönlich mache mich immer wieder auf die Suche, was war die jüdische Tradition, was war die jüdische Kultur, welche Feste haben sie gefeiert, wie hat das Jesus auch gelebt. Einfach aus dem Interesse, vielleicht kann ich so Gott begegnen. Vielleicht entdecke ich auch eben diese Kraft Gottes darin. Und wenn ich alleine das feiere, sieht es natürlich sehr anders aus, wie es damals in der jüdischen Kultur war. Aber so zu suchen, was ist eigentlich genau der Kern und was ist die Kraft Gottes darin, das versuche ich immer wieder. So cool. Hey, herzlichen Dank euch beiden, dass ihr da Rede und Antwort gestanden seid.